Mechanismen geortet. Und genau deshalb bin ich hier. Sie werden mich als Ihre Königin akzeptieren. Sonst vernichte ich jeden einzelnen von Ihnen, bis Sie es tun. Was bist du? Ich bin Isha. Du bewahrtest all deine Ideen, Gedanken und Pläne in mir auf, meine Königin. Erinnerst du dich nicht? Ja, ich erinnere mich an dich. Und was noch wichtiger ist, du erinnerst dich an mich. Du bist die Königin der Klingen. Ich gehorche dir. Perfekt. Bereite den Schwarm für einen Angriff auf Korhal vor. Der Schwarm ist verstreut und wird dir nicht gehorchen. Die meisten Zerg auf Char werden von Brutmutter Zagara befehligt. Sie will ihren eigenen Schwarm erschaffen. Solange sie lebt, wird der Schwarm geteilt sein. Also nicht mehr lange. Bring uns zur Oberfläche. Die Liga hat es sich in meiner Abwesenheit hier ja richtig bequem gemacht. Sobald ich meine Truppen wieder habe, wird Warfield vertrieben. Erzähl mir mehr über diesen Leviathan. Er ist der Organismus, von dem aus du den Schwarm befehligst. Und dies hier ist sein Nervenzentrum. Und der Leviathan bringt mich zu jeder Welt, die mir beliebt? Selbstverständlich, meine Königin. Aber wir sind nur noch wenige. Bevor du aufbrichst, um andere Welten zu erobern, solltest du zuerst deine Streitkräfte hier auf Char um dich sammeln. Überlass Strategien mir. Also, was kann ich auf diesem Leviathan sonst noch machen? Du kannst den Schwarm in der Evolutionsgrube weiterentwickeln und verbessern. Die Kreatur Abatur kann dir dabei helfen. Was bist du? Abatur. Entwickle Schwarm, webe Stränge und Sequenzen. Diente Overmind, dann Königin der Klingen. Diene nun dir. Ich bin die Königin der Klingen. Anders. Untersuche genetische Stränge. Königin der Klingen war effizient. Uralte Zerg-Eigenschaften. Geringer terranischer Einfluss. Du, mit mehr terranischem Material verseucht, Greifextremität schlecht entworfen, kann korrigieren, werde austauschen, mache besser. Fass mich nicht an! Nur ein Ziel, Schwarm verbessern. Erstrebe Perfektion in allen Dingen. Tätig in Evolutionsgrube. Arbeit hier einsehbar. Hat die Brutmutter Zagara versucht, dich mitzunehmen? Nicht mächtig genug, mir zu befehlen. Nur du. Wenn ihr dafür die Macht gefehlt hat, wie konnte sie glauben, sie könne den Schwarm befehligen? Anpassung. Sich in Situationen versetzen, in der Weiterentwicklung einzige Wahl. Veränderung erzwingen. Sie könnte sich also zu etwas viel Gefährlicherem entwickelt haben? Das dürfte interessant werden. Zagaras Brut hat sich in den Säuresümpfen von Char verkrochen, wo du Millionen Eier für den späteren Gebrauch gelagert hast. Von der Position ihres Schwarmclusters zu schließen, versucht Zagara so viele Eier zu sammeln, wie sie nur kann. Sie versucht, eine Armee aufzustellen. Aber wie will sie die Eier ausbrüten? Sie kann sie in einen Schlüpfteich legen, damit sie schneller ausgebrütet werden. Ich habe unseren Schwarmcluster in der Nähe eines solchen Teiches platziert. Dann werde ich genug Eier sammeln, um eine Armee zu erschaffen und Zagara zu vernichten. Verlass Char, solange du noch kannst. Diese Eier und der Schwarm gehören mir. Was hier? Zagara hat die Aufmerksamkeit einiger verwilderter Berstlinge auf sich gezogen. Sie greifen sie an. Zagara hat sich durch einen tiefen Tunnel wieder in ihre Basis begeben, um Kräfte zu sammeln. Sie wird wiederkehren.
Ich kann die ungeschlüpften Eier spüren. Jetzt muss ich sie nur noch vor Zagara erreichen. Nicht viel Zeit. Nichts stellt sich ein. Der Schwarm schläft nie. Weiter vor uns. Nicht diese Welt gehört mir. Es sind noch mehr Eier in der Nähe. Nichts stellt sich mehr in den Weg. Nur ein kleiner Rückschlag. Irgendetwas anders. Die Eier in diesem Berstling-Nest können sofort schlüpfen. Ich habe genug Eier. Aber Tur, rege den Schlüpfteich an. Sorge dafür, dass meine Eier schlüpfen. Einfach. Katalytische Lösung, schnelleres Heranreifen. Armee augenblicklich bereit. Und jetzt wird Zagara es bereuen, sich mit mir angelegt zu haben. Der Schwarm schläft nie. Ja. Solche Macht. Wie kannst du so viele kontrollieren? Tötet sie. Ich habe nur getan, was du mir befohlen hast, meine Königin. Halt. Ich habe dir befohlen, gegen mich zu rebellieren? Du hast all deinen Brutmüttern befohlen, stark zu sein, zu kämpfen, zu erobern. Du sagtest, die Zerg führen durch Willensstärke. Dein Wille ist der stärkste. Und ich werde dir dienen. Du darfst leben, Zagara. Ich will den Schwarm zu alter Stärke führen. Und du wirst mir dabei helfen. Du bist meine Königin. Zagara ist hier, um deinem Willen zu dienen. Wie würdest du die Terraner von dieser Welt vertreiben, Zagara? Ich würde ihre Festung auf dem Plateau der Verwegenen auslöschen. Doch der einzige Weg dorthin führt durch den Knochengraben. Die Terraner haben unsere Tunnel mit Lava geflutet. Bis wir das Plateau erreichen, werden wir auf der Oberfläche entblößt sein. Unwichtig. Warfield hat keine Ahnung, gegen wen er in den Kampf zieht. Aber was ist mit dem Xel'naga-Artefakt? Ist es vielleicht noch im Besitz der Terraner? Vielleicht, aber es ist nicht hier auf Char. Es stellt keine Gefahr für uns dar. Weißt du, warum ich dich in der Schlacht besiegt habe? Du warst stärker als ich. Nein. Dann schneller. Nein. Spiel nicht mit mir, meine Königin. Verrat mir dein Geheimnis. Sprich mit Abatur in der Evolutionsgrube. Er wird es mir sagen. Er wird dich weiterentwickeln. Geh. Isha, überall hier sehe ich Zeichen der alten Königin der Klingen. Aber ich kann mich nicht erinnern, warum ich meine Truppen so lange hier auf Char zurückgehalten habe. Du hast die Zukunft erforscht, um Vorbereitungen für einen großen Krieg zu treffen. Welcher Krieg? Erzähl mir mehr. Du hast uns nichts Genaues erzählt. Du hattest eine Vision unserer vollständigen Vernichtung. Und du wolltest, dass wir bis zuletzt kämpfen. Daran kann ich mich nicht erinnern. Erzähl mir von den Veränderungen, die du an Zagara vorgenommen hast. Brutmuttervorlage ermöglichte bereits Lösung komplexer Probleme. Lernen, Kontrolle über Brut, viele Schwerpunkte. Jetzt Muskeldichte hinzugefügt,
Hirnmasse erweitert. Kann nun mehrere Szenarien erwägen. Kognitive Flexibilität. Vielleicht sollte ich das mit allen zukünftigen Brutmüttern machen. Erweiterte Hirnmasse für Brutmutterrolle im Schwarm nutzlos. Zusätzliche Masse benötigt zusätzliche Energie. Führt auch zu erhöhter Unabhängigkeit. Widerspricht Direktive. Zerg darf keine Gefahr für Anführerin von Schwarm darstellen. Die Zeiten ändern sich. Ich will, dass meine Diener so gefährlich sind wie nur möglich. Der Schwarm wächst wieder. Und jetzt zu dir, Warfield. Das Zurückerobern dieser Welt wird eurem Imperator eine Warnung sein. Der Knochengraben. Dies ist der einzige Weg zur Terranischen Festung. Ich habe schon einmal versucht, meine Brut hier durchzubringen. Die Terraner haben daraufhin ihre Gorgonenkreuzer herbeigerufen. Sie haben uns immer und immer wieder bombardiert. Meine Brut blutete und starb. Genau wie die Hoffnung, die Terraner von Char zu vertreiben. Warte mal, da sind Terrornester. Sie könnten einen Gorgonenkreuzer abschießen. Wir müssen sie nur wiedererwecken. Meine Königin, wir sollten einfach durch den Graben rennen und keine Zeit mit dem Kampf gegen die Gorgonenkreuzer verschwenden. Wenn wir die Terraner überraschen, schaffen wir es mit akzeptablen Verlusten hindurch. Und wenn nicht, stirbt der Schwarm. Du musst noch eine Sicht für die Dinge entwickeln, Zagara. Planung, Berechnung, Scharfsinn. Wir können diesen Kriechertumor benutzen, um einen weiteren Kriechertumor neben dem Terrornest zu erschaffen. Sobald es erwacht, ist Warfields Gorgonenkreuzer Geschichte. Meine Königin, General Warfield hat einen Gorgonenkreuzer angefordert. Er ist unterwegs zu unserem Schwarmcluster. Das Raumschiff ist riesig. Kein Wunder, dass Warfield nicht zwei gleichzeitig in den Knochengraben entsenden kann. Er braucht nur eines. Schnell, lasst Kriecher bis zu den Terrornestern wachsen, sodass wir einen Kriechertumor neben ihnen platzieren können. Das wird das Terrornest erwecken. Ich hoffe, es ist genug, um den Gorgonenkreuzer zu zerstören. Der Kriecher hat das erste Terrornest erreicht. Erwache! Vernichte den Kreuzer! Perfekt. Dies ist der Anfang vom Ende, Warfield. Das Terrornest hat seine gesamte Lebenskraft verbraucht, um den Gorgonenkreuzer auszuschalten. Wir haben noch mehr. Schnell, weitet Kriecher bis zum nächsten Nest aus. Ja? Ich höre. Zu dem Terrornest, bevor die Zerg es aktivieren! Ein Gorgonenkreuzer weniger. Weiter so. Erweckt mehr Terrornester. Ich habe diesen Planeten im Namen der Terranischen Liga erobert. Ich werde ihn nicht verlieren. Oh, das glaube ich schon. Das ist dein letzter Gorgonenkreuzer, oder? We'll be right back.
alle Streitkräfte der Liga im Knochengraben! Zurückziehen! Wir haben die Kontrolle verloren! Kerrigan, Warfield hier. Ich weiß, dass Sie mich hören können. Ich habe eine Nachricht für Sie. Bringen Sie alles mit, was Sie haben. Kommen Sie mit Ihrem gesamten Schwarm. Ich will nicht noch Nachzügler jagen müssen, wenn wir Ihre Hauptstreitmacht vernichtet haben. Wir sehen uns auf dem Plateau der Verwegenen, alter Mann. Die Festung ist fast uneinnehmbar. Es gibt nur einen Zugang am Boden und... Egal. Wir sind der Schwarm. Wir können Tausende für jeden einzelnen von ihnen opfern. Deine Strategie gegen die Terraner war seltsam, aber ich verstehe sie nun. Abaturs Änderungen tragen Früchte. Erinnerst du dich daran, was ich dir auf dem Schlachtfeld erzählt habe? Weitblick? Ist das so etwas wie Verschlagenheit? Nein. Hinterhältigkeit? Abatur, geh zu ihm. Seine Eingriffe sind schmerzhaft. Seine Eingriffe werden dich Weitsicht begreifen lassen. Dann gehe ich. Ich spüre den Hass meiner Königin. Er brennt wie ein Stern. Doch darunter verbirgt sich etwas, das ich nicht verstehe. Das ist Schmerz, Isha. Manchmal kann mich nicht einmal mein Hass vor Erinnerungen schützen. An einen Feind, der dich verletzte? Nein, Erinnerungen an bessere Zeiten. An einen Freund, der jetzt verloren ist. Isha, als die Königin der Klingen, als ich den Schwarm hier auf Char kommandiert habe, wie war ich da? Du warst mächtig. Du hast uns listig und stark gemacht. Wir wussten, dass wir unter dir für immer überleben würden. Und jetzt? Vieles liegt im Unklaren, aber der Schwarm wird seinen Kampf fortführen. Solltest du sterben, so folgen wir einem anderen Anführer. Ihr folgt nur mir. Und sterbe ich, so werdet ihr mir in den Tod folgen. Merkt ihr das? Was ist das für ein Geräusch? Fehlgeschlagene Experimente. Umwandlung in Biomasse. Langsamer Prozess. Beende wenigstens zuerst ihr Leiden. Verschwendete Mühe. Kreaturen sterben bald. Schmerz irrelevant. Wenn du solche Sachen sagst, Abatur, erinnere ich mich fast an dich und ich werde böse. Wut, Produkt von Adrenalin. Stressreaktion, direkte Bedrohung. Keine Bedrohung für dich, keine Wut. Das werde ich selbst beurteilen.